und die Signalanlage ausgebaut, so dass heute beispielsweise 12 Züge gleichzeitig in den Operationen fahren. Dank dem Mut und der Weitsicht der Eisenbahnpioniere konnte die Operation 100 Jahre lang den wachsenden und sich verändernden Bedürfnissen angepasst werden. Erst die stark wachsenden Verkehrsströme des ausgehenden 20. Jahrhunderts und die Bestrebungen des Verkehrsströme möglichst ökologisch abzuwickeln, zeigten die Grenzen der Linie. Unter diesen Vorzeichen reifen die Pläne für eine neue Alpentransversale.